zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, heute mal auf so einem ganz, ganz komischen Device. Dann, das nutze ich dann eher selten. Das ist eigentlich mein größtes Handy oder überhaupt mein Handy. Ich habe es heute mal wieder verbunden mit der Elgato, denn die Elgato hat ein Software-Update bekommen. Und manchmal erhoffe ich mir dann so ein bisschen, dass der Softwarehersteller so ein bisschen was verschlimmbessert hat. Hatte aber auch. Was hat er eigentlich gemacht, beziehungsweise nicht der Softwarehersteller der Elgato, sondern was hat Clash of Clans hier eigentlich so ein bisschen verschlimmbessert? Also verschlimmbessert haben sie hier, dass die Mauernpreise irgendwie nicht so richtig angezeigt wurden und auch noch so ganz kleine visuelle Veränderungen. Ich habe es jetzt aber heute dann auch begriffen und ich habe es mir schon irgendwo gedacht, du musst es nicht melden, auch wenn das Game hier, wir werden gleich auf einen anderen Account springen, sehr schnelllebig ist. Es gab ein optionales Update, ich habe das schon mal vorbereitet, denn wir sind hier, oh Gott, Toto liegt sein Akkustand und seine Uhrzeit, alter Falter. Okay, ich kann hier alles aktualisieren, YouTube, bla bla bla, machen wir mal eben und... Also es gab ein optionales Update und danach sollen auch die Mauernpreise im Nachtdorf wieder richtig ausgewiesen werden, wenn man unter weitere Updates geht. Und gucken wir mal, wird installiert. Das kann ich jetzt aber, glaube ich, gleich dann starten, oder? Ich glaube, das ist... Oh, Alter, ich habe Pokémon Go hier noch auf dem Handy, Facebook, Samsung. Alter, was habe ich hier viel drauf? Okay, ist aber nicht ganz so tragisch. Ich glaube, wir können Clash of Clans... jetzt schon wieder anstarten, denke ich mal. Ich gucke mal, ob das jetzt neu startet, dass die Mauernpreise hier passen. Also macht das optionale Update. Und ich habe jetzt eben noch mal so ein bisschen im Discord diskutiert. Ich glaube, dieses Game hier ist ja eigentlich ab 6. Aber ich muss sagen, wenn ich hier im goldenen Pass sehe, was es für Belohnungen hier am Ende gibt. Es gibt ja am Ende den Skin von dem... den kann ich gar nicht anklicken, oder? Ah, den kann ich mir gar nicht anschauen. Schade auch, der sieht ja ziemlich brutal aus. Das könnte natürlich Sechsjährige schon ein bisschen abschrecken. Aber mal sehen, ob die Mauerpreise jetzt passen. Und jetzt passen sie. Also ich muss noch ein paar Mauer machen hier. Und ich will aber mal auf meinen kleinen Rathaus 7 Account springen, den zwei Socken. Denn darum geht es eigentlich in der Folge. Es geht unheimlich schnell voran hier. Und ich komme mit dem Ganzen eigentlich gar nicht nach. Vielleicht könnt ihr mir das bestätigen, für die jetzt mehr Accounte spielen. Ich wechsle jetzt den Account hier nicht über die Ereignisse, sondern hier rüber. Ich klicke auch immer falsch, ne? Die Rituale fehlen hier einfach. Die Rituale bei Clash of Clans, die fehlen mir ein bisschen. Du loggst ein, gehst auf dein Rathaus, reparieren, reparieren, reparieren. Alles nicht mehr da. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber ich bin hier unten ja verbunden und ich verbinde mich jetzt mit dem Zweisocken auf dem Gerät hier. Und ich muss sagen, hier hat sich ja nichts verändert, weil das LAN ist nach wie vor super geil. Aber scheinbar ist der Supercell-Code richtig schnell geworden. Denn wenn ich hier jetzt wechsle von verbunden auf trennen und auf den nächsten Account, dann geht das so hölle schnell, dieses Laden. Also irgendwas werden sie da, glaube ich, verbessert haben. Und hier lädt jetzt schon der Zweisocken, der Zweisocken, der Zweisocken. Ah, da kommt er rein. Und ihr seht jetzt hier, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich konnte euch den ersten Schritt mit dem optionalen Update hier nicht zeigen in diesem Dorf, denn ich habe hier noch gar kein Nachtdorf. Und so ein bisschen nötigt mich Supercell ja auch, dieses Nachtdorf hier zu spielen. Denn es gibt ja so eine Tageserrungenschaft, die kann ich mit dem hier gar nicht schaffen. Denn ich soll einen Stern im Nachtdorf holen. Wenn ich kein Nachtdorf spiele, kann ich keinen Stern dort holen. Aber die anderen Sachen sind echt nett. Ihr seht das, ich habe schon 3 Belohnungen und es geht fürchterlich schnell zu Gange hier. Ich habe schon wieder 4 Bauarbeiter frei. Ich komme mit dem Rathaus 7, auch wenn ich es ja recht normal spiele. Also ich logge mal ein, mache mal einen Angriff, logge wieder aus, warte auf Truppen. Ich komme nicht wirklich nach und das beeindruckt mich jetzt schon so ein bisschen. Ich glaube, das ist noch alter Natur hier. Der lief 4 Tage. Glaube ich, der Drachen, die Verbesserung läuft. Ich glaube, die läuft immer noch auf Rathaus 7, 4 Tage. Aber es ist auch nicht wirklich viel. Und ich hatte ja gestern schon im Livestream gesagt, das Ding hier auf den Drachenlevel zu bringen. Das heißt, ich kann die Drachen jetzt im Moment nur in einer Kaserne ausbilden. Und das dauert ziemlich lange. Und ich will sie natürlich gerne in 2 Kasernen ausbilden, wenn nicht sogar in 4 Kasernen. Und ihr seht das, einen Tag nur noch. Das hat mal 4 Tage gedauert oder so. Da warst du halt mit 3 Kasernen unterwegs. Die 200 Truppen hier habe ich mir übrigens schon gegönnt. Also auch das ist immer nach wie vor ein Must-Have. Nicht nice to have, sondern wirklich 200 Truppen, Rathaus 7. Ab da geht das Game hier richtig los.
muss ich mal so sagen. Und was aber auch richtig losgeht, ich habe ja jetzt schon so ein bisschen die Errungenschaften hier geschafft. Ich bin hier übrigens in einem Clan, wo ich sogar mal spenden konnte heute. Ich bin ja bei den GSI Warriors, das ist so ein bisschen unser kleiner Zweitclan von den Spätzle mit Soos, wo wir mit unseren Elfern und mit unseren Zehnern hier die CWL spielen. Einige Zwölfer mussten hier oder sind hier jetzt schon rumgewandert. Ihr seht das, das sind alles SMS-Leute hier. Und hier unten ist auch nur noch ein Elfer. Also auch hier kämpfen wir relativ hoch in der Liga. Aber ich wollte ja, ich würde gerne mit dem hier, muss ich sagen, weitermachen. Aber es ist alles so unschlagbar günstig, wenn ich hier jetzt etwas anstoße, sagen wir mal, die Luftabwehr hier 16 Stunden. 16 Stunden noch auf Level 3. Das ist ja nichts mehr. Das ist wirklich nichts mehr. Was wollte ich denn eigentlich mit? Ich wollte eigentlich etwas ganz Bestimmtes machen. Ja, ich weiß es. Ich wollte, auch das habe ich noch nie so schnell mit einem Rathaus 7 geschafft. Das liegt jetzt so ein bisschen am normalen Silberpass, denn im Silberpass bekomme ich hier, glaube ich, in den Belohnungen, den Trainingstrank hole ich mir mal im Moment nicht ab, den Ressourcentrank hole ich mir, den würde ich mir gern abholen, aber hier vorne gibt es ja noch was, glaube ich. Ah ja, die 5000 Dunkles. Die 5000 Dunkles, wenn ich mir die jetzt abhole, dann habe ich, glaube ich, ich habe genug für meinen King hier. Und ich habe noch nie so schnell meinen King hier aus dem Shop gehabt. Ich nenne das immer so, wenn ein Rathaus gesprungen ist, hol das Zeug mal aus dem Shop raus. Und ich habe noch nie so schnell meinen King bei einem Rathaus 7 draußen gehabt, wie bei diesem Account hier. Und in die Lücke passt er rein. Geil. Jetzt haben wir einen King auf 1. Finde ich natürlich sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir auch wieder 3 Bauarbeiter frei. Ich baue immer kurz mal was ab. Ich habe hier nicht wirklich viel abzubauen, aber dieser Pfeil hier unten, der nötigt mich immer noch. Klick da mal rein, Toto. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Denn ich habe gar nicht so die Zeit, um den hier auch noch im Nachtdorf zu bespielen. Aber um diese Ressourcen hier zu bekommen, wäre es natürlich echt super. Ich habe die anderen Ressourcen auch noch gar nicht eingesammelt. Also hier können wir uns ein bisschen Gold abholen. Und hier können wir uns den Trainingstrank abholen. Ja, da habe ich noch nicht so viel, denn ihr wisst, den Händler gibt es erst ab Rathausstufe 8 und das dauert ein bisschen. Und ich kann jetzt schon wieder so unendlich viel machen, aber ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich eigentlich machen soll. Deswegen suchen wir mal einen Gegner in den dunklen Wolken. Ich habe jetzt alle meine Devices auf die dunklen Wolken gestellt. Finde ich ganz gut. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr diese dunklen Wolken findet. Ich finde, das ist die schönste Verbesserung hier vom April-Update. Mag ich. Muss ich sagen, mag ich sehr, sehr gerne. Und, der hat richtig Ressourcen für uns. Alter Falter, der hat richtig Ressourcen für uns. Ihr seht, mit was für einer Armee ich dabei bin. Und ich habe auch, was habe ich in der Clanburg? Ah, ich habe einen Drachen drin. Okay, ich habe einen Drachen drin. Den können wir ganz gut benutzen, wenn wir da die eine Luftabwehr wegbekommen. Und wir jetzt nicht unbedingt auf Clanburg treffen. Wo hat der denn seine Clanburg hier? Wo hat der denn seine Clanburg? Also an diesem kleinen Device hier übersehe ich auch immer mal gerne was. Ah, die hat er da. Okay, mal sehen, ob da was drin ist. Aber das sieht jetzt mal gerade nicht so aus. Und dann lasse ich mal meine Riesen hier rein tapseln, meine Mauerbrecher. Ah, kleiner Fail. Ich habe 22 Mark hier am Start. Das ist auch heavy. Das ist auch heavy, aber meine kleinen Süßen habe ich natürlich nicht vergessen hier. Die Kobolde habe ich immer so ein paar im Gepäck. Das lag jetzt am Nachtrainieren. Denn ich habe hier mit dem Account auch schon tatsächlich spenden können. Ist, glaube ich, auch ein kleines Problem, mit kleineren Accounts hier so ein bisschen was wegzuspenden. Brauche ich den Drachen eigentlich? Ich glaube, ich brauche den. Brauche ich den Drachen? Wo kann ich den Drachen jetzt gebrauchen? Ah, doch, da. Komm, wir setzen den mal ruhig ein, den Drachen hier. Das ist nicht ganz so tragisch. Dann haben wir den auch mal weg. Und die anderen auch in diesem Clan kommen so ein bisschen dazu, hier etwas wegzuspenden. Denn auch für die ist das ein Problem, weil das ja so ein Partner-Clan ist, beziehungsweise ein Clan ist, wo wir mit anderen Accounts spielen. Hier ist oftmals immer nur eins von bla bla bla, also so ein paar Leute drin, also nicht so wirklich viel. Und so komme ich aber mit dem Zweisocken hier richtig schnell voran. Und das ist ja auch eigentlich Thema dieser Folge hier. Ich komme hier mit dem Account nicht wirklich nach, etwas reinzufahren, beziehungsweise wenn ich meine Bauarbeiter dann beschäftigt habe, dann läuft das ja alles nicht mehr so lange. Habe ich ein bisschen verkannt. Ich glaube, ich habe es ja angesprochen gehabt. Oh, nee, komm, jetzt mach mir nicht den Drachen da weg. Hallo. Ach, Drachen.
Oh, wo geht denn der Drachen hin? Okay, die KI übrigens ist, glaube ich, von der Queen doch nochmal rückwärts genervt worden. Man hat ja erst gedacht, die macht die richtigen Sachen. Er macht jetzt hoffentlich noch die passenden Sachen hier. Oh, nein, scheiße. Naja, wir haben aber trotzdem die zwei Sterne hier reingeholt. Das Dunkle haben wir leider nicht bekommen. Und die Bogenschützin wird es auch nicht mehr reißen, muss man mal so sagen. Aber auch das Ding haben wir hier gerockt. Und sieht in jedem Fall ganz gut aus. Ich gucke ab und zu mal nach vorne, weil da nehme ich natürlich auf. Dann ist das immer nicht ganz so doof, wenn ich hier unten drauf schaue. Ich baue die Truppe nochmal nach. Und ich habe jetzt schon wieder... Ah, ich habe schon wieder eine Errungenschaft geschafft. Schon wieder was geschafft hier. Was habe ich denn eigentlich gepackt? Ich habe die 1000 Truppenkapazität rausgeballert. 5 mal 200 gleich 1000. Und ich könnte mir jetzt schon wieder eine Belohnung abholen. Elex. Okay, das mache ich auch. Das mache ich auch, denn ich würde ganz gerne was bauen hier. Was auch immer doof lange gedauert hat, sind die Lager hier. Jetzt nur noch 16 Stunden. Leute, 16 Stunden, das ist echt nicht mehr viel. Der kostet schon etwas mehr. Ein Lager muss es eigentlich, glaube ich, noch sein. Das da oben, 1500, nee. Ja, wo ist es denn jetzt? Level 11. Level 10. Oh, die habe ich schon alle. Okay. Die hatte ich dann doch schon alle. Okay. Jetzt habe ich noch zwei Bobs frei. Ich würde sagen, wir holen uns die zweite... Holen wir uns die zweite Drachenkaserne? Nee, wir holen uns nicht die zweite Drachenkaserne, sondern wir machen diese Kaserne 16 Stunden. Dann habe ich die Schweinereiter. 16 Stunden. Dann habe ich die Schweinereiter auch mit diesem Account. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen Gold rauskloppen, glaube ich. Das geht nicht anders. Ihr seht, ich hab noch ein bisschen Lodef hier mit dem Bogenschützenturm und den beiden kleinen Kanönchen. Die sind jetzt auch nicht so wirklich teuer. Deswegen mache ich immer eine so eine Mauerreihe hier in der Mitte und sage einmal Reihe wählen, einmal machen. Und ich glaube, wir können die ganz locker nochmal machen. Reihe wählen, machen. Wir machen jetzt zwar die Ecken auch schon mit. Da ist dann jetzt schon eine Mauer drin für Rathaus 7. Das macht aber nichts. So geht es für mich so ein bisschen am schnellsten. Und ich glaube, der Bogenschützenturm hier 8 Stunden. Dann ist er auf 5. Damit haben wir wieder alle Bauarbeiter beschäftigt. Finde ich richtig, richtig nice. Und was habe ich jetzt eigentlich am Start? Ah, ich habe nichts. Ah, doch, ich habe ja was ausgebildet. Die lassen wir auch mal gerade laufen. Dann bekomme ich sicherlich wieder Truppen. Dann machen wir noch einen zweiten Angriff. Aber ich glaube, ihr könnt mir zustimmen, dass es auf diesen Rathausstufen hier echt schnell vorangeht. Und also mit dem 6er, 7er, 8er, ich spiele ja auch noch mehr Rathäuser, komme ich nicht mehr nach mit meiner Mehrspieligkeit und meiner relativ wenigen Zeit, die ich hier eigentlich habe, zum Zocken. Aber ich glaube, das Device passt heute. Deswegen machen wir jetzt gleich noch einen zweiten Angriff. Verpeilter Thorsten. Ich habe mal wieder nicht dran gedacht, es gibt ja jetzt eine Errungenschaft, die ich noch machen muss, nämlich die Bohrer hier zu lernen. Ich meine, ich kann natürlich keine Bohrer lernen, wenn ich gar keinen Bohrer habe. Ich habe noch gar keinen Bohrer. Ich muss den Bohrer noch in den Shop holen. Mist, okay. Ist egal. Das kriegen wir ganz schnell hin. Das Elex hier wird ganz schnell drin sein, auch wenn ich... erster Klick, Leute. Aber ich komme da nicht wirklich durch, oder? Was hab ich denn hier jetzt reingekriegt? Riesen. Elex brauche ich. Riesen-Elex brauche ich. Ah doch, das passt so. Das passt. Das passt immer noch. Da ist zwar so ein bisschen... Mal gucken, was versteckt sich da. Oh, ein Tesla. Okay, das kriegen wir aber hin. Ich gucke mal... Ich hab jetzt natürlich... Oh, scheiße. Das ist... das ist ein bisschen doof. So ein Drache ist dämlich, ne? So ein Drache ist gerade mal so ein bisschen nicht so schick, aber meine Truppen sind schnell genug, glaube ich, und kommen hier an das Elex-Zeug dran. Denn da will ich ja nur ran. Dann lenke ich den Drachen jetzt einfach ab. Na komm, Drachen, dann komm mal ein bisschen runter. Dann komm mal ein bisschen runter zu mir. Komm mal runter zu mir. Da ist er schon. Da ist er schon und da unten bin ich gar nicht rangekommen. Okay, dann nehmen wir uns jetzt hier die nächsten Mal so ein bisschen vor. Der Drachen hat jetzt erstmal so ein bisschen Luft. Ja, das ist ein bisschen doof mit so einer Armee hier. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der Honk hier Drachen hat. Das ist aber auch nicht so super, so super, super schlimm. Die Prozente hier sind natürlich unterirdisch, gar keine Frage. Hier können wir vielleicht ein bisschen Gold mitnehmen. Ja, das machen wir auch. Der Drachen ist immer noch da hinten, der stört mich jetzt überhaupt nicht. Der stört mich jetzt gar nicht. Auch wenn ich hier jetzt nichts hole, ist das nicht ganz so tragisch. Und der Drache muss jetzt erstmal so ein bisschen zu meinem King fliegen. Ja, das ist das. Das habe ich dann nicht mit bedacht. Das ist dann in der anderen Truppe ein bisschen besser.
Da lasse ich die mal starten. Pass mal auf. Pass mal auf, das ist Fuchs. Fuchs, Fuchs, Fuchs. So. Ah nein, da gehen die rein. Ah, okay, die holen mir noch die Goldlocke. Glück gehabt. Na, nicht ganz, aber... Na, komm, 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 komm. Ah, schade, nicht ganz. Okay, da fliegen sie nochmal weg. Ich habe jetzt die Riesen geopfert. 23% kriegt er gleich das nächste Schild. Ist, glaube ich, nicht so schlimm, aber mit der Armee... Ja, Loot passt ja trotzdem. Loot passt ja trotzdem. Dafür sind die Kobolde viel zu schnell in den ganzen Dörfern. Und ich habe ja jetzt wieder 40 dabei. Ich nehme das mal nochmal. Aber ich glaube, wir nehmen mal hier anstelle der ganz, ganz vielen mal ein paar Mauerbrecher mit. In allen meinen Dörfern, wo ich übrigens etwas level, muss ich auch mal dazu sagen, baue ich mir tatsächlich die Kobolde immer als erstes. Also das heißt, die erste Armee, die bei mir eigentlich immer im Labor läuft, wenn ich das Rathaus appe, das sind die Kobolde. Das seht ihr hier, ich brauche jetzt schon wieder einen neuen Laborlevel, denn mit dem farme ich leider am meisten. Das ist leider bei mir auf dem Kanal so und ich glaube, das ist aber nicht ganz so schlimm. Wenn ihr übrigens etwas überrascht seid, ich kann jetzt das Ding mal hier an die Seite legen, nicht, dass sich auf den Kopf stellt. Wenn ihr also überrascht seid, dass ich plötzlich mit meinem großen Account, mit dem Rathaus 12 bei euch in den Clans auftauche, dann liegt das einfach daran, dass ich zwar Liga spiele, ich bin gemeldet, aber mein Clan nimmt mich irgendwie nicht mit. Und vielleicht nehmen sie mich ja doch mit. Also sie haben mich mitgenommen, aber ich bin nicht in der Aufstellung. Deswegen gehe ich mal so ein bisschen in eure Clans. So zwei, drei Clans haben das heute im Laufe des Tages schon mitbekommen. Und da werde ich natürlich auch ein bisschen was zeigen. So ganz nach dem Motto Liga-Check bei euch. Das wäre schon mal ein Folgetitel. Und das macht mir natürlich unheimlich Spaß, mal so ein bisschen bei anderen zu spicken. Wie läuft es denn da in der Liga? Kannst ein bisschen snacken, kannst ein bisschen chatten, kannst ein bisschen was sehen. Und da halte ich natürlich auch reichlich für euch fest. Ich hoffe, die kleine, aber feine Folge aus dem Rathaus 7 hat euch gefallen. Sollte einfach nur mal darum gehen, wie schnell kann das eigentlich alles gehen hier bei Clash of Clans mit den kleinen Accounts und auch nur dem Silberpass, aber ich habe jetzt eben nach der Maske gesucht, die so furchterregend aussieht. Hier sehen wir sie ja in groß und ja, wie gesagt, da streiten sich die Geister. Der eine hatte geschrieben, ja, ist ab 18, der andere schreibt, ist ab 12, aber ich glaube im Play Store ist es nach wie vor ab 6 das Game hier und deswegen könnte es ja abschreckend auf kleinere Menschen oder jüngere Menschen wirken. Das haben wir dahingestellt. Auf mich jetzt nicht wirklich. Ich finde es zwar witzig, aber ihr wisst genau, was ich von dem Skin halte. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mir mal einen Daumen nach. Abonnieren nicht vergessen, Glocke nicht vergessen und bis dahin, euer Toto. Löscht.